Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Life is Strange. Genau. Ich sollte erst alles andere erledigen, ja, bevor ich jetzt endlich zur Rede stelle. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Life is Strange. Und wir werden jetzt mal den Mac konfrontieren, weil wir haben alles gemacht, was wir machen können. Also, auf wie mit Gebrülli, gucken wir mal, was passiert. Okay, bin ich wirklich bereit dafür? Breit. Okay, dann mal los. Riley hat mir von deinen Plänen, die Stadt zu verlassen, erzählt. Unschuldige wollen nicht einfach verschwinden. Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Mhm. Unschuldige fliehen nicht. Wo wir wieder beim Thema wären. Was? Freaks? Wir sehen die Welt, wie er sie sieht. Und, Kamera, er fühlt sich verfolgt und beobachtet. Von Typhon. Und von allen, die in Haven wohnen. Fuck. Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Okay, krass. Krass. War da schon immer eine Kamera? Teufel zieht alles. Die ganze Stadt gehört. Fühlt sich logischerweise von Typhon beobachtet. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Ja. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Kill by Loser. Ich glaube nicht, dass er ihn getötet hat, aber er ist verantwortlich auf jeden Fall. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Vielleicht ist genau das Problem, dass er nichts getan hat. Hätte es doch bloß nicht getroffen. Alex? Leute, verdammt! Ich hab doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Oh, dann hat er das wirklich weitergemeldet? Wie die mich auf der Trauerfeier angesehen haben, die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Du hast einen Fehler gemacht, du warst eifersüchtig, Typhon übt Druck aus, es ging um Rache. Also wir haben ja gerade vor, keine Ahnung, 5-6 Sekunden, wo er gesagt hat, da draußen sind Leute. Das heißt, er hat das weitergemeldet, wenn das die Wahrheit ist. Du hast einen Fehler gemacht, du warst eifersüchtig. Ich würde sagen, Typhon übt Druck aus. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Oh ja, das stimmt auch. Genau das. Du bist auch schuldig. Halt dich den Kopf hin. Naja, wie schuldig kann man sein, wenn sein Arbeitgeber, sag ich mal, auf ihn nicht hört? Er saß ja an dem Telefon. Jetzt wurde angerufen.
Und er ist dann auch wahrscheinlich reingegangen und hat es weitergemeldet. Und Typhon meint so, ach, na, ist mir egal. Also, inwiefern kann er da auch mitschuldig sein? Ich weiß es noch nicht, aber er ist jetzt natürlich der Boomer. Also halt nicht den Kopf hin. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Krass. Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Also steckt mehr dahinter. Du musst mir glauben. Kebe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient? Oh Gott, Mac, beruhigen, weggehen. Ich glaube, wenn wir weggehen, dann hängt er sich wirklich. Aber er hat ja... Er hat es weitergemeldet. Und sie haben trotzdem gesprengt. Also wenn das stimmt, dann kann er nichts für. Dann ist das einfach nicht seine Schuld. Weil mehr als die Tatsache melden, dass da welche sind, was sein Job war in dem Moment, wo seine Vorgesetzten drauf hören müssten, mehr kann er doch gar nicht machen. Dass er jetzt natürlich gelogen hat, ist klar, weil er Angst hat. Weil er Angst vor Typhon hat. Ich kann das nachfühlen. Weil ich denke mal, wenn er den Job verliert, dann ist seine Existenz auch erstmal irgendwie dahin, ne? Weil er langfristig gesehen da auch gar nicht weiterarbeiten kann. Ich würde aber nichtsdestotrotz sagen, wir beruhigen ihn, weil weggehen wäre jetzt auch eine Arschlochnummer, wenn wir die Macht dazu haben, ihn zu beruhigen. Naja, nutzen wir es. Er hat Gabe nicht umgebracht. Er ist nur das Opferlamm. Das Opferlamm, was momentan auf der Schlachtbank liegt. Okay. Mac? Komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon... Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Hat wohl geklappt. Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Da bin ich aber gespannt. Der Hangman ist auch weg. Ob er sich umgebracht hätte, wenn wir jetzt weggegangen wären? Und sie fühlt diese ganze Schuld, die er gefühlt hat, jetzt natürlich auch. Hey. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Okay. Mit wem spricht sie? Wen hat sie angerufen? Können ja so viel nicht sein, oder?
Steph. Wen haben wir noch? Ryan. Pike war es wohl nicht. Chad auch nicht. Wiley? Weiß es nicht. Anscheinend ist es Ryan. Du hattest recht. Mit Typhon und Mac. Alex. Mac erhielt den Anruf. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Es ist egal! Oha. Ich komme immer wieder her. Und gehe alles durch. Aber es endet immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex. Drüben auf der rechten Seite. Da saß Ethan. Und hier sind die Steine runtergekommen. Ich muss wissen, was in Ryan vorgeht. Na, dann schauen wir mal nach. Sehr ungesund aus. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Er gibt sich natürlich selbst die Schuld. Es ist Typhons Schuld. Du hast Ethan gerettet. Du hast mich gerettet. Du hast Ethan gerettet. Du hast Ethan gerettet. Der Junge ist nur deinetwegen noch am Leben. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Gabe in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feigling. Ein absoluter Versager. Woher hättest du das wissen sollen? Du bist mutiger als ich. Keiner von uns ist wertlos. Ja, woher hättest du das wissen sollen? Du musst aufhören, dich zu quälen. Du hast alles getan, was du konntest. Ist doch egal. Gabe ist tot. Meinetwegen. Gabe, es tut mir so leid. Vergib dir selbst. Gabe würde dir vergeben. Ich vergebe dir. Ich glaube, es muss von uns selbst kommen. Er hat nichts falsch gemacht. Boah, jetzt bin ich am Überlegen. Alles ist richtig. Ich vergebe dir. Selbstverständlich. Du bist nicht allein.
Uff. Wow. Warte, da gibt es einen Typen im Gorilla-Kostüm? Springt der auch von der Klippe und in den Pool? Nein, nein, der jagt einen Typen im Bananenkostüm. Und der Typ springt von der Klippe und in den Pool. War das ein mexikanisches Restaurant? Nee, nur vom Namen her. Das Essen ist, naja, grauenvoll. Aber Gabe liebt den Laden. Er ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Du bist doch hergekommen, um mir zu sagen, dass ich recht hatte. Wegen Mac und dem Anruf. Woher wusstest du es? Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Und es ist leichter, es dir zu zeigen, als es zu erklären. Oh oh. Es wird etwas seltsam. Und dann so richtig. Vertraust du mir? Denk an etwas Furchteinflößendes. Etwas Trauriges? Boah, nee, nicht schon wieder. Etwas Ärgerliches? Machen wir furchteinflößend. Okay. Denk an eine Sache, die dir so richtig Angst macht. Konzentrier dich, bis du es fühlst. Das alles. Du weißt nicht, wie du ohne Gabe damit umgehen sollst. Keiner hatte sich je mehr Ärger eingehandelt und dann wieder rausgewunden. Oh Mann, dieses eine Mal. Klar, Telefon, logisch jetzt. Mehr? Woran auch immer du denkst, genau jetzt. Hör nicht auf, okay? Mach weiter. Okay. Das ist Freude. Ein Gefühl, was sie so vielleicht gar nicht kennt. Welche Emotion ist das? Ja, eventuell Freude oder Glück? Sein, ob ich das irgendwie zusammensetzen kann? Das sieht aus wie eine Schaufel. Das ist, keine Ahnung, eine Wolke. Das ist, ich weiß es auch nicht. Geld. Ente. Ganz. Ich sehe sie. Sie wird sich bewegen. Sie bewegt sich nicht. Sie wird sich bewegen. Gabe! Nein.
langs auf der Straße und ist mit einem Auto gefahren, dann wird das hier ein Auto sein. Oh, das ist eine Menge Blut, oder? Gabe, das ist ernst. Eine Kanadagans zu töten, verstößt gegen internationales Recht. Sei still, das ist keine. Das sind Kanadagänse, Gabe. Eigentum der Krone. Der Krone von... Eigentum der Krone, Gabe. Das machen wir jetzt. Okay. Oh nein, sie vergraben sie, oder? Ja. Was denkst du, wie tief? Tiefer als das. Die Mounties erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mounties? Oh, ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Na, du hast dich so schön reingehängt. Also, habt ihr die Gans beerdigt oder nicht? Okay, und dann Eigentum der Krone? Echt? Naja. Genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel. Aber wie? Ich bin so eine Art Superheld, ich bin so eine Art Freak. Nein. Also, ich glaube, ich... habe diese Kraft. Ich kann die Emotionen anderer Leute sehen. Sie erscheinen mir wie eine Aura, und wenn ich ihnen zu nahe komme, dann fühle ich, was sie fühlen. Als fühlte ich es selbst. Und wenn ich mich konzentriere, verstehe ich sogar den Grund. Und das hast du jetzt gerade gemacht. Mit mir. Puh. Krasse Superkraft. Ohne Scheiß. Auf jeden Fall. Es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen. Aber das... Das war pure Freude. Wer weiß noch davon? Gabe. Aber wie es jetzt aussieht, nur du. Deswegen weiß ich, dass Mac Angst vor Typhon hat. Er meldete Gabes Anruf, aber sie ignorierten es. Jetzt zwingen sie ihn dazu, dich zu halten. Okay, aber... Wieso? Weiß ich noch nicht. Jemand hat entschieden, die Explosion stattfinden zu lassen. Herauszufinden, wer, wäre schon mal ein guter Anfang. Also, legst du dich mit Typhon an? Ich kann dir helfen. Das musst du nicht. Jetzt hast du mich am Hals. Ja, klar. Gern geschehen. Ja. Danke. Vielen Dank. Nein. Danke dir. Ach ja, die Umarmung, die musste jetzt auf jeden Fall, die musste einfach sein. Handschlag, was soll das?
wir können Emotionen empfangen und sind selbst ein emotionales Wrack. Nein, die Umarmung war jetzt wichtig und auch notwendig gewesen. Auch für Wine am Ende des Tages. Ganz, ganz wichtig. Das hier ist für dich, Gabe. Ich vermisse dich. Ich habe heute Morgen nichts gesagt. Ich konnte es nicht. Zu hören, wie alle von ihm erzählten. Von dem Leben, das er hier hatte. Mit euch allen. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Ich sagte, ich wüsste nicht, ob ich hierher gehöre. Er sagte mir, ein Zuhause findet man nicht einfach. Man baut es auf. Dich lieb, Kate. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ein schöner Song. Oh, ich hatte echt Gänsehaut, alter Schwede. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Und man hat gesehen, es haben sich alle gefreut, außer Diane. Diane hatte Angst. Vielleicht Angst davor, dass die Wahrheit rauskommt. Oh, ich hoffe, wir werden, dass wir das. Ich hoffe, wir finden das raus. Boah, ich bin gerade ein bisschen durch. Alter Schwede. Oh, das war. Ja, das war tricky. Okay, also, boah, das muss ich mal kurz umsetzen. So. Also. Nun, Alex hat Mac mit seiner Panikattacke geholfen. 96%. 96%. Das ist
krass viel. Mac musste allein klarkommen, 4%. Ja, hätte ich fast, ich, krass, 96% ist krass. Wow, 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 wow. Also wirklich, hätte echt gedacht, dass es, dass ihn da irgendwie viele zurückgelassen hätten. Aber zum Glück nicht. Eleanor hat Gabes Tod vergessen. 35%. Ja, das ist. Eleanor hat. Alex hat Eleanor daran erinnert, was passiert ist. Ich wollte das nicht. Nee. Das wollte ich nicht. Sie wird das wahrscheinlich noch oft genug vergessen. Ob das richtig war, oh, keine Ahnung. Charlotte hat Typhons Vereinbarung unterschrieben, 40%. Charlotte hat Typhons Geld nicht angenommen, 60%. Charlotte hat Typhons Vereinbarung unterschrieben, nachdem Alex sie nicht besuchte. Oh Gott, das wäre so schlimm. Aber war ja auch gar nicht möglich gewesen. Man wurde ja alle 10 Sekunden daran erinnert, dass man überall hin muss. 0%. Zum Glück. Alex hat einen ruhigen Moment beim Doc genossen, 57% nur, knapp über die Hälfte, das ist gar nicht mehr so viel. Alex hat sich nicht beim Doc hingesetzt, das war auch sehr schön gewesen. Alex hat die Wohnung aufgeräumt, 50%, Alex hat das Chaos für später liegen gelassen, 50%. Gut, das ist, ja, hätte man wahrscheinlich auch relativ leicht über, oder viele bestimmt auch leicht übersehen am Ende. Alex hat das Album auf Gabes Gedenktafel gelegt, 32% nur. Alex hat das Foto auf Gabes Gedenktafel gelegt, 26%. Alex hat nichts zur Gedenktafel zu, 42%. Boah, warum? Da kriege ich gleich Schluck auf. Alter Schwede, 42% haben nichts hingelegt? Das kann nur vergessen worden sein. Man kam runter. Und stimmt, dann kam gleich irgendwie eine Szene, ne, und da hat einen Schlüssel in die Hand bekommen und man konnte nach draußen gehen. Bestimmt haben das ganz viele Leute vergessen. Einfach. Alex hat ein glückliches Gesicht auf der Dartscheibe hinterlassen. 15% nur. Alex hat ein trauriges Gesicht auf die Dartscheibe hinterlassen. 26%. Alex hat die Dartscheibe nicht angesehen. Viele haben sich da nicht umgeguckt anscheinend, ne? Alex nannte sich für das Lab Elvin, 46%. Jawohl. Alex nannte sich Alto, 24%. Alexandra, 25%. Alex sah sich Stephs Notizen nicht an, 5%. Wie kann das passieren? Da wurde man auch mit dem Kopf drauf hingeditscht. Alex hat einen Moment lang an Gabe gedacht, 66%. Oben auf der Dachterrasse. Ja, klar, natürlich. Alex hat nicht am Tisch auf dem Dach gesessen. 34%. Okay. Alex hat Wines Behauptung auf der Trauerfeier bestätigt. 64%. Alex hat zugegeben, dass sie Gabes Anruf nicht gehört hat. Was ja die Wahrheit eigentlich war, dass wir ihn gar nicht gehört, gar nicht gehört haben. Aber naja, ne? Ich sag, naja. Wein hat Alex Vergebung akzeptiert, 13% nur. Wein konnte sich selbst vergeben, 19%. Alex hat Wines Alex hat Wein Gabes Vergebung angeboten, 68%. Konnte ich nicht. Ja, es war alles drei, also alles drei, es war richtig. Er muss sich selbst vergeben, muss daran glauben, dass Gabe ihn auch vergeben hätte, aber dass er sich selbst vergibt, ist ein Weg dahin. Wir, weiß ich nicht, ich hätte ihn jetzt nicht anbieten können, ja, aber Gabe vergibt dir. Hat er auf jeden Fall gemacht, aber wir sind die Person, die gerade genau da gewesen ist. Und ich glaube, es war wichtig gewesen, dass wir Wine vergeben haben, weil er gedacht hat, dass wir denken, dass er daran schuld ist, was ja nicht richtig ist. Ne? Also deswegen fand ich das den richtigen Weg, aber alles dreist ist im Endeffekt richtig. Wine und Alex haben sich an der Schlucht umarmt, 77%, klar. Wine und Alex haben sich auf der Schlucht die Hand gegeben, 23%. Ja, fand ich, Umarmung war schon in dem Moment, ist es nur eine Umarmung. Ne? Die haben jetzt nicht miteinander rumgemacht, also von daher alles fein. Alex hat den Titel Kicker-Champion beansprucht, 35% nur, okay. Steph hat den Titel Kicker-Anspruch beansprucht, okay.
Steph hat Sturmbringer zum Lab-Boss gemacht. 58%. Jawollo. Und Gravius zum Lab-Boss gemacht. 41. Klar, geht auch. Alex hat im Plattenladen nicht mit Steph geredet. Kann das passieren? Alex hat der Vogelbeobachtung geholfen, ihren Busser zu finden. 35%. Das ist auch nicht so viel tatsächlich. Alex hat der Vogelbeobachtung nicht geholfen. Okay. Alex hat dem traurigen Typen geholfen, seinen Hund zu finden. 59%. Jawohl. Und halt auch nicht. Ja. Huff, huff, huff. War, fand ich eine ganz geile Folge, wenn sich euch auch gefallen hat, wie mir, und fast zu Tränen gerührt hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also bis gleich.